Alexander Zverev hatte nach seinem Aus im Viertelfinale des ATP Masters in Madrid einen weiteren Platz in der Weltrangliste verloren und ist auf Platz 5 zurückgefallen. Der 22 Jahre alte Hamburger, der im Vorjahr in der spanischen Hauptstadt triumphiert hatte, wurde von Dominic Thiem überholt. Vor dem Österreicher liegen noch Spitzenreiter Novak Djokovic, Serbien, Rafael Nadal, Spanien und Grand Slam-Rekordgewinner Roger Federer, Schweiz. Bilder Galerie Tennis, die heftigsten Abstürze mit Berdych, Bouchard, Lisicki und Co. 30 Bilder. In dieser Woche hat Zverev in Rom die nächste Chance, seine Formkrise zu beenden. In der italienischen Hauptstadt hat der Hamburger als Vorjahresfinalist allerdings 600 Weltranglistenpunkte zu verteidigen. Damit droht er vor den French Open, 26. Mai und 9. Juni, weiter zurückzufallen. DZN gratis testen und Tennis-Highlights live. Let's block it's white.